Die Feuerwehr fährt eigentlich fast tagtäglich Einsätze und darunter sind nicht selten schwere Brände, bei denen man unter Artenschutz und vor allem unter dieser schweren Ausrüstung arbeiten muss. Dafür braucht man über eine wirklich überdurchschnittliche Fitness und in diesem Video würde ich dir mal erklären, welche Tipps aus der Erfahrung bei der Trainingsplanung von unseren Athleten wirklich helfen, um besser zu werden und um das Training realistischer zu gestalten. Thema Nummer 1 habe ich gerade schon grob angeschnitten und zwar ist das diese wirklich extrem schwere Ausrüstung. Das ist wirklich eine Menge extra Gewicht und es erfordert auf jeden Fall deutlich mehr als eine durchschnittliche Fitness, um damit umzugehen. Aber es geht dabei nicht nur per se um das Gewicht, sondern die Ausrüstung kann auch die Bewegungsfreiheit, die du hast, erheblich einschränken und vor allem das Atmen noch erschweren. Stell dir mal vor, du hast so eine richtig, richtig dicke, schwere, steife Jacke an, unten Hose, schwere Stiefel, dann auch wirklich dicke Handschuhe und noch einen Rucksack auf dem Rücken. Und damit musst du dann im Endeffekt mit einer Axt oder mit einem Vorschlaghammer, was auch immer, eine Tür zum Beispiel einschlagen. Da ist es einfach mega entscheidend, dass Feuerwehrleute ihre Kraft trainieren, damit sie diesen Herausforderungen gewachsen sind. Kraft heißt aber hier einfach nicht nur die Fähigkeit, diese schweren Lasten zu heben, wie am Kreuzheben, sondern auch die Ausdauer, diese wirklich schweren Lasten über längere Zeiten und unter schwierigen Bedingungen zu tragen. Deswegen auch hier ganz klar die Aussage, Calisthenics, also irgendwie so Körpergewichtsübungen, ein paar Liegestütze, ein paar Klimmzüge, ein paar Crunches, reicht hier einfach nicht aus, um dafür fit zu werden. Du musst unbedingt ins Gym gehen und du musst einfach auch schwer trainieren an schweren Gewichten, vor allem Grundübungen machen, um dich auf so ein Szenario vorzubereiten. Thema Nummer 2 ist die Hitze und die Atmung. Die Hitze ist einfach eine wirklich enorme Herausforderung für die Feuerwehrleute, denn sie müssen in der Lage sein, unter diesen extrem heißen Bedingungen zu arbeiten und das Ganze oft über längere Zeiträume. Dabei muss man auch nicht selten Atemschutz tragen, um an diesen ganzen giftigen Dämpfen, die da bei so einem Brand entstehen, zu ersticken. Das beides zusammen ist ein Faktor, der dann zusammen mit der Ausrüstung, die man dabei trägt, zu enormem Stress führen kann. Und hier zum Beispiel macht das dann auch ausnahmsweise mal Sinn, dass man mit so einer Höhenmaske trainiert. Eigentlich sind das aber keine Höhenmasken im eigentlichen Sinne. Die simulieren halt nicht die Luft in größerer Höhe, das geht gar nicht, sondern einfach nur der Atemwiderstand, der ist dabei erhöht, sodass man einfach halt schwerer atmen kann, dass man mehr sich anstrengen muss zu atmen. Und das Ganze ist dann grob vergleichbar mit einem Atemschutzgerät und mit so einem Tauchgerät, wer es vielleicht kennt, dass wir auch diesen Widerstand, gegen den wir es mal anatmen muss quasi, damit der dann im Endeffekt die Luft freigibt und du atmen kannst. Beim Sport kann es dann dazu führen, mit diesen Höhenmasken, Atemmasken, dass man denkt, dass man irgendwie keine Luft kriegt und ich das Ding runterreißen will. Und genau hier muss man dann aktiv seine Atmung kontrollieren, damit du nicht in Panik verfällst, sondern wie auch in der Realität. Diese Masken machen dann vor allem bei so Kraft-Ausdauer-Workouts Sinn. Beim Laufen, gerade aber so GR1 zum Beispiel, macht das Ganze meiner Meinung nach weniger Sinn. Okay, wenn wir über das Thema Hitze dann sprechen, dann ist das Thema Sauna auch definitiv interessant, denn wenn du regelmäßig in die Sauna gehst, kann das Ganze helfen, dass du besser mit der Hitze klarkommst. So 2 bis 3 Saunagänge pro Woche können dem Körper wirklich dabei gut helfen, dass er es lernt, diese Hitze und die Temperatur einfach besser zu regulieren und auch die Durchblutung zu verbessern. Und es ist auch so, dass neue Schutzausrüstung zum Beispiel auch immer in der Sauna getestet wird. Und das Coole ist auch, dass du da im Endeffekt die Belastung progressiv, also Stück für Stück steuern kannst. Entweder über die Temperatur, es gibt ja verschiedene Arten von Sauna mit verschiedenen Temperaturen, oder über die Dauer, je nachdem wie lange halt so ein Saunagang dann im Endeffekt geht und wie oft du das Ganze machst, 1-mal, 2-mal, 3-mal. Beim letzten Thema geht es nochmal um das Thema Training an sich. Und zwar darum, wie man es wirklich realistisch gestalten kann. Ich könnte da jetzt extrem weit ausholen, dass irgendwie Push und Pull, dass Push-Pull-Beine keinen Sinn macht. Aber da haben wir auch im Endeffekt hier auf dem Kanal schon mega viele Videos dazu. Einfach mal reinschauen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man das, das Training realistischer gestaltet. Und dazu habe ich ein sehr prägnantes Beispiel, was vermutlich alle kennen, die regelmäßig Rettung fahren. Die Bevölkerung wird immer schwerer. Viele Menschen sind einfach übergewichtig. Laut dem RKI sind es, glaube ich, knapp über die Hälfte der Männer, die nach eigenen Angaben sagen, dass sie übergewichtig sind. Und diese klassischen Pumpen, die man so benutzt zum Bergen, die wiegen alle ungefähr so 70 Kilo, je nachdem, wie man die
befüllt. Das Problem ist dann, im Training 70 Kilo, in der Realität kann es ja mal gut sein, dass so ein Mensch einfach mal 120 Kilo wiegt und du den dann aus dieser Wohnung schaffen musst. Das ist einfach dann das Doppelte an Gewicht. Und solche Faktoren, solche Szenarien, die sollten im Endeffekt im Training definitiv dargestellt werden und berücksichtigt werden, wenn man das Ganze wirklich realistisch halten sollte. Weil es bringt halt nichts im Training, dir das Ganze ein bisschen leichter zu machen mit 70 Kilo, damit dann in der Realität du bei so einem 120-Kilo-Mann oder einer Frau dann einfach drunter zusammenbrichst. Ja. Das sind im Endeffekt unsere drei Tipps gewesen. Wenn wir mehr zum Thema Feuerwehr machen sollen, dann einfach gerne kommentieren oder uns bei Instagram schreiben und dann schauen wir mal, was so möglich ist. Bis dahin auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und bis bald.